Und damit ein herzliches Willkommen zu Raw is War. Ja, eine neue Woche. Erneut. Und die vorletzte Woche vor dem nächsten Pay-Per-View. Ich meine, das war NXT TakeOver. Ist ja auch Banane heute auf jeden Fall. Vollgeprobtes Programm hier in Washington, D.C. Ja, wollen wir doch gar keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Und, oh! Oh, da schalten wir mal live in den Backstage-Bereich, wo sich zwei gerade nicht sehr grün sind und eine wüste Prügelei zwischen den beiden entbrennt, also Rob Van Dam und Ryback. Oha! Ich glaube, das hat Rob Van Dam sich anders vorgestellt, der hier jetzt gegen die Wand muss. Und jetzt angehoben, Vertical Suplex und da ist überhaupt keine Matte. Ja, Rob Van Dam, er wehrt sich jetzt mit einem Ellbogen, oder? Ellbogenstoß und ein Monkey Flip. Gut, der tut nicht so sonderlich weh. Und da geht's durch die Tür in den Umkleideraum. Gut, die beiden sind zwar schon umgezogen, aber naja. Und in den Umkleidespind. Ah, wie die, der will sich hier von Ryback nichts mehr groß gefallen lassen. Muss aber trotzdem wieder in den. Naja, gegen. Okay, warum er jetzt den Stuhl nicht eingesetzt hat, weiß ich auch nicht. Und Ryback jetzt mit dem Stuhl. Ja, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann nimmt er halt den zweiten. Und den dritten Versuch. Und den vierten. Und er prügelt weiter auf RVD ein mit dem Stuhl. Und oh, da nimmt er ihn den Stuhl weg. Und da gibt es einen DDT. Jetzt Konter und Ryback wieder mit dem Stuhl gegen den Rücken. Ah, das tut weh beim Zusehen. Und immer gegen die Rippen. Und jetzt gibt es noch mit einem Koffer, weiß nicht, ob Inhalt drin ist. Und da gibt es nochmal den Schlag gegen den Schädel und Rob Van Dam liegt jetzt ziemlich regungslos am Boden. Hoffen wir mal, dass da keine Verletzung bei rumgekommen ist. Wäre schade. Er ist nicht der Continental Champion. Aber Ryback will den Titel nicht. Ja, hat sich wohl das Opener-Match bisschen erübrigt. Na gut, wir haben Backstage Brawl gesehen, aber jetzt kommen wir zum Next. So, und durch den Backstage Brawl haben wir doch glatt die Anmärsche schon fast verpasst. Ja, heute Abend großer Revenge-Tag, könnte man sagen. Seth Rollins prügelt hier auf Seth Rollins an. Und ja, was entsteht, er sollte nicht mal hier sein. Das stimmt, Seth Rollins hat heute kein Match. Warum ist er hier? Man weiß es nicht. Eigentlich war angesetzt jetzt Dolph Ziggler gegen Cody Rhodes. Ja, Rhodes ist auch schon im Ring. Ja gut, jetzt außerhalb. Gut, aber die Show must go on. Ja, Cody rollt ihn da in den Ring. Oh, Ziggler kann jetzt aber gegenarbeiten. Zeigt einen wunderschönen Vertical Suplex. Also so mitgenommen war er nun auch nicht. Oder es ist jetzt das Adrenalin, was durch seinen Körper fließt. Ja, Ziggler jetzt sehr dominant. Ich denke, es ist die Wut auf Seth Rollins. Aber Cody kann sich zurückkämpfen.
Köpfen. Ah, der kleine Bruder von Galdest. Galdest ja sehr erfolgreich unterwegs. Gut, in seiner Fehde gegen R-Truth. Den werden wir im Übrigen heute auch am heutigen Abend auch noch sehen. Also, Galdest. Oder? Nee, Galdest heute nicht. Aber R-Truth werden wir sehen. Und jetzt nimmt da ihn hoch. Und ein schöner Alabama Slam. Und noch ein paar Kicks. Ein paar very, very much Kicks. Und was zeigt Cody jetzt? Ja, einen schönen Stunner. Ja, er jubelt, da hat er auch das Recht zu. Sieht alles sehr, sehr gut aus, was er hier momentan zeigt. Und Vertical, nein, gekontert. Aber Cody zeigt ebenfalls einen Griff Reversal und einen Russian Leg Sweep. Whip-In wird reversed und Dropkick. Cody rollt sich erstmal raus. Und geht wieder rein. Jetzt gibt es den Whip-In in die Ring-Ecke. Jetzt geht er wieder aufs Rope. Er will nochmal diesen Stunner zeigen. Gefällt ihm wohl die Aktion. Und was sehen wir jetzt? Oh, das sieht ganz derbe nach Aufgabegriff aus. Ist ein Aufgabegriff. Wird Ziggler jetzt tappen oder? Nein. Nein. Er dreht und schlägt. Ja, jetzt gibt es das Shop-Duell. Ja, Ziggler kann sich erneut erwehren. Und der wirklich sehr hochgesprungene Elbow Drop. Ja, für den Cover noch viel zu früh. Sehr, sehr blauäugig von Dolph. Apropos Dolph, der ist jetzt auf dem Weg nach oben zum Top Rope. Braucht natürlich ein bisschen lange. Und ja, der Splash ging ja mal voll in die Buchs. Jetzt gibt es den Whip-In in die Ringecke, Dropkick gegen den Rücken. Und ich sehe da eine Platzwunde. Ja, schöner Sleeper. Ja, Cody Rhodes kann sich, soweit ich das beurteilen kann, hier frei kämpfen. Und der Famouser. So, aus dem Nichts, könnte man sagen. Erneut das Cover. Kickout bei 1. Ziggler kann es selbst gar nicht fassen schon. Und jetzt er in Lauerstellung. Es kann eigentlich nur eins heißen. Ja, Cody hat abgewartet und zeigt die Crossroads. Aus dem Konter heraus. Reicht das für den Sieg? Tut es. Cody Rhodes. Ja, hier sehen wir nochmal, wie sich Ziggler befreit hat. Und hier dieser wunderschöne Elbow. Wirklich, man sieht selten schönere. Also der Move, nicht die Ellbogen von Dolph Ziggler. Ja, der Famous hat gerade so noch das Bein auf den Nacken bekommen. Kick-out und dann, ja, da sehen wir es, da tritt dann erst in die Kniekehle und dann Ansatz, Crossroads und durchgezogen. Und es bringt den Sieg. Wer hätte das gedacht? Ja gut. Es
Seth Rollins tat sein Übliches zum Anfang. Ja, we are coming to the Nexus Matches. Ja, und da haben wir denjenigen, der unseren Intercontinental Champion am Anfang angegriffen hat im Backstage Brawl. Vielleicht will er jetzt ein paar Worte dazu sagen, wieso und weshalb. Oder auch nicht. Findet ihr die richtigen Worte nicht? Oder funktioniert das Mikro nicht? Na egal, ich lasse euch mal mit den Bildern alleine und wir sehen uns im nächsten Match wieder. Und wir kommen zum nächsten Match, nachdem Ryback irgendwie nicht richtig die Worte gefunden hat, könnte man sagen. Ja, da haben wir ihn. R-Truth. Er ist heute Abend auf jeden Fall da. Galt es nicht. Ja, er rappt sich zum Ring. Kriegt R-Truth heute mal einen anderen Gegner. Naja, nicht unbedingt einen leichteren Gegner. Da hinten sehen wir es. Drew McIntyre. Der harte Mann aus Schottland. Wo ist er denn? Bisher sehe ich nur... Ah, da ist er, der... Also, Tag Team Partner von Dolph Ziggler. Oder irgendwie sowas. Ja, seinem ersten Singles-Match könnte man sagen. Das letzte war ja ein Tag-Team-Match, was er ja ein bisschen verkackt hat für sein Team. Ja, Drew McIntyre gegen R-Truth. Der ja schon fast so einen Negativrekord aufgestellt hat, was Niederlagen angeht. Gegen Galdest. Und Whip in wird reversed. Muss Drew McIntyre erstmal nach draußen. Ja gut, R-Truth würde ein Sieg mal ganz gut tun, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also vielleicht ist es ja am heutigen Abend soweit. Es brennt erstmal eine wüste Prügelei. Und da geht's gegen den Apron. Das tut doch weh. Drew McIntyre wieder im Ring, R-Truth draußen, na jetzt auch wieder drin. Ja, wird direkt hier durch die Gegend geworfen. Und jetzt wird er hochgenommen und unsanft mit dem Gesicht voran die Matte befördert. Oh, harter Chop. Na gut, Drew McIntyre ist ein harter Mann. Also hart im Sinne von harte Gangart. Ein harter Punch gibt es dann da auch noch. Und jetzt nimmt da ihn hoch. Ah, die Hand vorher hinter dem Rücken. Das ist natürlich sowas von überhaupt nicht gut fürs Handgelenk. Und jetzt nimmt Drew McIntyre ihn hoch, als wäre er nichts. Und ein Tilt Slam. Und Whip in die Ringecke.
und nochmal in die Ecke gedrückt und dann Belly-to-Belly-Suplex. Oh, Belly-to-Back-Suplex. Das Publikum ist nicht so sonderlich begeistert. Und da gibt's den Celtic Kiss oder was es auch immer war. Glasgow Kiss. Auf jeden Fall jetzt kommt der Claymore Kick. Und ich würde sagen, das war's. Endgültig. Nein! Artus kann sich befreien, trotz blutender Wunde, die sich gerade am Kopf geöffnet hat. Und jetzt kann er sogar dagegen halten. Ich wollte schon gerade sagen, für wie lange? Da gibt es den Ellbogen ins Gesicht und naja, Wegschmeiß-Suplex. Wegwerfartikel. Und jetzt nimmt da ihn hoch. Nee, ich dachte, es wird eine Powerbomb. Es wird aber ein Piledriver. Ja, jetzt jubelt er sogar einmal ganz kurz. Ja, er hat das Match vollkommen unter Kontrolle. Also man tritt auf den Kopf und dann nimmt da ihn hoch und da gibt es die Powerbomb inklusive Cover, aber wieder nicht die Entscheidung, und auch nur bis zwei. Oh, mit Schwung. Und jetzt R-Truth. Das sollte ein Bicycle Kick werden. Ging aber daneben. Und das wird ein Backdrop. Und wieder schöner Armdrag. Jetzt R-Truth. Wo will er hin? In die Ringecke. Das hat nicht einmal geklappt. Oh Mann, Artus, der tut mir gerade so extrem leid. Und jetzt hockt er über und schlägt auf den eh schon angeschlagenen Kopf ein. Und jetzt nimmt er ihn hoch. Oh, White Noise. Und durchgezogen. Und jetzt nochmal der Ansatz zum Claymore Kick. Und er sitzt. Ja, Cover direkt hinterher. Und Artus sollte bleiben, ganz ehrlich. Ja, das war's. Drew McIntyre gewinnt dominant gegen einen eh schon demoralisierten Artus. Ja. Oh, da sehen wir den Namen. Galt es doch heute Abend da. Und er lässt es sich nicht nehmen und schlägt auch noch auf Artus ein. Da hat er sich von hinten angeschlichen. Ja, Artus liegt nach wie vor blutend am Boden.